Recht herzlich willkommen zur 166. Folge von City Skylines. Ja, der MAZ hat mir nochmal geschrieben gehabt und der hatte mir geschrieben, dass die in der Linienübersicht muss ich nochmal reingucken. Ich habe da wohl wieder übersehen, dass da kaputte Linien drin sind. Und ja, dann schauen wir doch da mal rein. Wo keine Fahrzeuge sind, ne, da ist keine Linie. Aber es sind überall Fahrzeuge drauf, oder? Ne, da ist eine. Diese Linie hier hat kein Fahrzeug. Hat aber 10 Haltestellen. Das heißt, irgendwo ist da was kaputt. Und jetzt machen wir die mal da. Orange. Okay. So. Und da ist eine Bushaltestelle, die nicht läuft. So, jetzt ist die Frage, ob es da überhaupt eine Bushaltestelle gibt oder eine Linie zu gibt. Aber eigentlich stand da ja 10 Bushaltestellen sind da, ne? Irgendwie hat das jetzt gerade wieder nicht geklappt, die Linie 41, ne? Weil ich sie ausgemacht habe, deswegen. Schlau, ne? Machen wir mal umgekehrt alle anderen aus und die an. So. Jetzt die mal weg. Diese Bushaltestelle da ist die, die jetzt wahrscheinlich das Problem ist. So. Das bedeutet nochmal da rein. Nochmal zu 41. Ne, da wollte ich jetzt nicht hin. Da wollte ich hin. Und jetzt gucken wir mal. Ist das die? Ne, jetzt ist sie weg. Läuft, ne? Dann ist es die. Gut. Oh. Mach das Fenster an der Seite. So. Kann ich die jetzt entfernen hier? Linie löschen? Ne, das wollte ich nicht. Ich wollte nur diese löschen. Das geht jetzt nicht. Kann ich die ziehen? Nee, das sieht schlecht aus. Das bedeutet, ich werde wohl oder übel diese Linie löschen müssen dann. Haltestelle zum Ziehen verlegen. Ja, jetzt habe ich ja die schon mal gelöscht. Okay. Nein, ich möchte keine neue Linie hinzufügen. Ich möchte eigentlich diese erweitern. Und da geht sie nicht hin. Ja, schade. Also nützt nichts. Jetzt habe ich die nur entfernt. Die geht jetzt nicht weg. Bringt mich nicht weiter. Ich muss dahin und unglücklicherweise dahin. Was ist das für ein Fokus? Okay. Die stehen dann da alle. Die kann ich aber nicht verbinden hier, ne? Jetzt habe ich zwar diese Linie dahin gemacht, aber da ich die nicht erreichen kann, wird das nichts. Zack, ja. Jetzt ist die weg. Dann sind die alle böse. Jetzt nochmal dahin. Zeige ich mal wieder alle an. So, jetzt müsste man nur gucken, wo die lang gefahren ist, die Linie. Also hier sind ja welche. Hier fährt auch eine Linie lang im Endeffekt. Das ist ja hier die grüne, ne?
Ja, welche ist das? Das ist aber auch erstmal egal. Im Endeffekt fährt hier diese Linie hin, ne? Ich würde jetzt sagen, ich guck mal zu, dass ich hier die Linie angepackt kriege. Oh. Nee, ich möchte jetzt diese Haltestelle hinzufügen. Nein, er hat jetzt wieder irgendeine andere ausgewählt, die ich nicht möchte. Kriege ich nicht hin. Nimm den weg. Wähle den Bus aus und dann weiß ich, welche Linie das ist, oder? Buslinie 11. Linienübersicht. Buslinie 11. Habe ich jetzt eingeblendet. Sehe ich aber trotzdem irgendwie nicht. Weil ich wahrscheinlich in dieses Menü muss, um dass ich sie sehe, genau. So. Ach guck mal, da kann man sogar so rumfahren. Cool. Dann mach die dahin. Und diese da machen wir dahin. Mach die mal weg gerade. Diese ziehen wir ganz weg. Dann fahren die da lang. Alles ist gut. Genau. Ja, hier muss er drehen, wenn er da reinfährt. Das ist auch eine Sackgasse, funktioniert auch nicht. Das ist eine Sackgasse, ja, könnte er durch den Kreisverkehr drehen dann. Aber dann können wir es auch so lassen. Gut, die fährt dann hier hoch. Und dreht da. Alles klar. So, dann haben wir da aber auch Leute drin, die da vorbeifahren. Hier ist es ein bisschen mau. Das wäre dann eigentlich zu überlegen. Mach die mal weg. Zieh den mal dahin. Der fährt jetzt bis da hinten durch, ne? Das ist doof. Zieh mal hier eine Bushaltestelle hin, irgendwo. Ah, das ist eine Einbahnstraße, super. Dann weiß ich auch, warum die eben so lang fuhr, die Straße, ne? Na komm, dann machen wir das mal hier hin. Die sind ja dann noch alle dabei. Da ist eine. Dann würde ich sagen, machen wir die dorthin. Dahin. Dann ziehen wir die dahin. Machen die hierhin. Da steigt keiner ein, aber da ist genug Fahrzeuge, die da trotzdem noch sind. Da eine Haltestelle. Dort eine Haltestelle. Und diese hier nehmen wir weg, genauso wie die. Und die machen wir dann dahin. Und diese hier machen wir weg. Also hier konnte man ja durchfahren. Das bedeutet, die Haltestelle machen wir mal hier hin. Ist hier schon eine? Ah, die kann vielleicht ein bisschen mehr nach da. So, die haben jetzt hier eine Haltestelle. Da eine Haltestelle. Da ist auch eine. Ja, jetzt ist die Linie so, wie ich sie haben möchte. Gut. Gucken wir nochmal rein. Fahrzeuge sind da drauf. Gut. 45. Ah, guck mal, hier ist sogar ein Symbol, dass die Linie unvollständig ist. Jetzt fokussieren wir die mal.
Und ist ja nur eine Haltestelle, kann auch gleich gelöscht werden. Die ist bestimmt aus Versehen gesetzt worden bei den Aktionen gerade. Gut, okay. Und ja, man kann die Haltestellen dann auch durchklicken, das hat der MAZ noch geschrieben. Deswegen, das ist das dann noch, ne? Aber das ist ja jetzt, da sind ja keine Unterbrochenen mehr da. Da waren ja jetzt alle möglich. Die einzige, die da unten noch war, habe ich jetzt gelöscht. Ja, und er hat ja auch geschrieben, dass ich diese Haltestelle, die hier war, die konnte ich nicht löschen. Da kann man dann nur die ganze Linie löschen. Ja, und ich hätte die orange Linie eben dann mit einer anderen Farbe malen sollen, dann hätte ich gewusst, wo es lang geht sozusagen, aber ich glaube, wir haben das schon so ähnlich abgedeckt jetzt hier, ne? Jetzt ist hier natürlich vielleicht sinnigerweise noch eine Haltestelle zu machen, weil da der U-Bahnhof ist, ne? Und dann fährt die Buslinie natürlich auch bis hier hinten mit der U-Bahn, ne? Wenn wir da hinten schon die U-Bahn haben, ne? Naja, jetzt ist auch egal. Lassen wir so. Gut, okay. 21.000 plus. Leute sind ein bisschen unzufrieden. Wir haben aber auf jeden Fall Bedarf an Wohnraum. Das bedeutet, wir müssen hier gucken, dass wir da was mehr schaffen. Achso, das ist da irgendwie schon besetzt durch wen anders. Deswegen geht das nicht. Der würde noch gehen. Wohnraum noch schaffen. Da machen wir was hin. Hier ist noch. Ne, da möchte ich dann nicht. Da können wir noch was machen. Da bleibt Industrie sein. Hier ist die Eisenbahn. Da machen wir noch ein paar Flächen hin. Die eher nicht. Hier ist die Einmündung. Machen wir auch nicht. Machen wir mal jetzt hier noch ein paar große Häuser neben. Da können wir noch Kommerz dann machen. Und die Industrie hätte gerne noch Flächen. Ja, warte mal, wir bleiben aber mal gerade hier noch bei. Mach da noch ein paar Stellen zu. Dann kommt der Wohnraum definitiv dazu. Passt. Da machen wir das auch noch. Hier hinten noch ein bisschen verlängern. Kommerz möchte gerne auch jetzt dazukommen. Haben wir da gemacht. Und Industrie ist zum Beispiel hier. Machen wir da noch was hin. Da, da, dort. Gut. Hier ist schon alles voll. Und da geht einer, da. Nee, das ist doof, das machen wir so nicht. Die sind alle zusammenhängend. Da geht's, da können wir es vielleicht machen. Da können wir noch ein paar Häuschen bauen. Mach das auch so. Und hier sind noch große gefragt. So. Wohnraum ist gegeben. Jetzt noch ein bisschen, sag schon, industriemäßig. Da ist noch einer. Die machen wir noch rum. Ne, den machen wir weg, den machen wir hin. So, lassen wir's. So, es ist alles runtergegangen. Es kommen Leute, es kommt Geld. Hier vielleicht noch einen dazu.
Weiß jetzt gar nicht, ob es dann mit Strom und Wasser. Strom ist jetzt nicht das Entscheidende, das ist schon hier abgedeckt, aber Wasser ist auch dabei. Okay, passt. Gut, läuft das. So, dann gucken wir nochmal gerade hier in unser Bürokratiezentrum hier. Tja, es ist alles so ein bisschen da, ne? Wir haben auch gerade gebaut. Wie zufrieden sind. Ah, hier haben wir erstmal das Dingens hier, genau. Ja. Was haben wir denn hier noch für Reiter? Okay. Geringe Besiedlung, Stufe 1 ist fast nix. Das meiste ist schon Stufe 3, okay. Gibt es nur 3 Stufen? Weiß ich nicht. Stufe 3 fehlt hier. Jetzt muss man hier noch wissen, was die brauchen, damit die da, ne, zur Stufe 3 kommen würden. Okay. Sollten wir hier noch was ändern? Nicht wirklich, oder? Gucken mal in die anderen Listen gerade noch rein hier. Strom ist genug, Wasser ist genug. Müllabfuhr geht noch. Schule, Unter, Mittler, Ober, ja, das geht gerade auch noch alles so. So, Zufriedenheit. Oh, 91%. Das ist wieder so ein Punkt, wo ich sagen würde, komm, lass uns da mal 1 Euro mehr nehmen, ne? Wo sind sie denn? Hier sind sie. 14. Zack. Bevölkerung ist am ehesten unzufrieden. Tja. Gesundheit am Anschlag. Bestattung geht auch. Haben wir hier nochmal Stufen? Okay, das sind jetzt Sachen, die nicht mehr relevant sind, sozusagen. Was ich jetzt gucken wollte, eben habe ich. Wo war das jetzt? Da war noch irgendwo ein Friedhof oder so ein Laden. Wo war das? Den habe ich gesehen und der war so blinkend. Was mit dem? Räumung beendet. Friedhof. Dann starten wir da wieder. Da fehlt der Anschluss. Ah, das muss hier irgendwo gewesen sein, oder? Der war orange. Da ist er doch. Kein Platz mehr. Dann machen wir den leer. Und der? Ja, der ist deaktiviert. Dann brauchen wir den nicht machen. Gut. Hier unten sieht alles gut aus, oder? Dann drehen wir die Karte, glaube ich, besser wieder in diese Richtung da. Kriegen wir mehr mit. Also da weiß ich, wo alles ist, sozusagen. Man gewöhnt sich an so eine Sache, ne? Der kann auch aktiviert werden. Das ist eine Mülldeponie. Nein, deaktivieren, wenn ich die deaktivieren wäre und die. Können wir die verschieben? Ne, das kostet uns Geld, ne? Umzugskosten 800, geht also nicht. Dann Umzug Mülldeponie, nein. Und die machen wir dann aus. Gut. So, hier hinten nochmal zu den Deponien hin. Die können wir deaktivieren. Die leeren sich, okay. Das deaktivieren. Die deaktivieren wir auch. So, die anderen leeren sich, ne?
Ist auch schon aus. So, und wenn, dann wollten wir hier vorne eher eine anmachen. Was ist mit der? Kein Platz mehr. Dann muss das so gemacht werden. Kein Platz mehr. So. Und die können wir aktivieren. Und die da können wir auch, ne? Ja, die machen wir auch an. Die machen wir eher aus. Die machen wir auch aus. So, die sind aus. Die würde ich eher anmachen, wenn. Und nach hier hinten raus machen wir sie eher aus. Da ist noch eine. Die machen wir auch aus. Gut. Jetzt haben wir hier noch zwei. Mach die aus. Die auch aus. Jetzt gucken wir da nochmal einmal rein. Mülldeponien, Auslastung 19%, alles gut. Gut. Dann würde ich sagen, soll es für die Folge auch erstmal reichen. Ich bedanke mich. Räumung beendet. Dann kann doch wieder da gearbeitet werden. Die auch. Ja, läuft, oder? Die sind am Arbeiten. Die anderen sind aus. Die machen wir aus. Okay. Wie gesagt, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.